Hexen des Waldes, könnt ihr es bitte mit eurer Hexenmacht so durchschneiden lassen, dass die Schule schließen muss? Bitte! Wir tun alles dafür! Wirklich alles? Courtney, hol den Mixer. Und zwar den großen. Warte, vielleicht können sie uns irgendwas organisieren. Zum Beispiel Frühstück. Ja, gut. Ja, um einen Schneesturm herbeizurufen, bedarf es magischer, Kraft mit einem K. Also bringt uns einen Kaffee. Oder wie wir es nennen, ein Elixier des Erwachens. Und ein Stück Plunder. Gebäck der Macht. Und ein Ladegerät für das Pineapple 7 Plus. Ja, Eine Schnur der Telefonistik? Der war gut. Eine Schnur der Telefonistik. Holt uns dieser Dinger drei, als dann bedecken wir die Stadt mit Schnee im Nu. Wird gemacht. Wir kehren zurück mit dieser Dinger drei. Ah, schnell los! Hey, Tabby, was machen wir, wenn sie uns das tatsächlich alles bringen? Frühstücken, schätze ich. Von den 2 Stunden sind 45 Minuten übrig. Wir müssen uns beeilen. Gehen wir zuerst zu mir. Mein Dad trinkt Tonnen von Kaffee-Lebenselixier. Aufpassen! Eismatsch! Sieht aus wie das Werk eines Eisriesen, der Schnupfen hat. Das ist trügerisch. Lasst uns besser einen Umweg nehmen. Die Zeit wird knapp. Riskieren wir es. Noch ein Sprung bis zum trockenen Bürgersteig. Ja. Vorsicht, Cassie, du musst weit springen. Ich hab Winterstiefel. Ich kann einfach nur... Cassie! Die Kälte sickert in meine Knochen. Wir kommen schon. Es ist total durchnässt. Du brauchst eine neue Sockentransplantation. Tu, was du tun musst. Ich werde stark sein. Danke, Mortimer. Leute, wir haben ein Problem. Oh nein, das Elixier, es ist alle. Dann machen wir mehr davon. Aber wie macht man überhaupt Kaffee? Aus Bohnen. Man macht Kaffee aus Bohnen. Hier müssten welche sein. Ja, schwarze Bohnen. Mein Dad sagt, er trinkt seinen Kaffee schwarz, also sind's die richtigen. Boom, ein Lebenselixier. Als nächstes brauchen wir das Gebäck der Macht, auch Plunder genannt. Oh, die gibt's bei mir zu Hause, aber wir kommen vielleicht nicht rein. JP, was ist passiert? Ich wollte, dass der Schnee liegen bleibt und hab den Rasensprenger die ganze Nacht laufen lassen. Es ist alles vereist. Ja, und Laura war nicht begeistert. Sie meinte, du bringst mich noch ins Krankenhaus, JP. Und ich so, da arbeitest du, Laura. Wie hast du es überhaupt geschafft, da rauszukommen? Oh, ich bin ausgerutscht. Dann rutschen wir jetzt darauf. Okay, Cassie, jetzt du! Okay, JP, und jetzt du! Holen wir den Plunder. Sind Plunder nicht mit Käse? Ja, ich glaube schon. Na, das kriegen wir mit der Mikrowelle hin. Oh, sehr schön. Na los, 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 los! Also gut, die 2 Stunden sind schon fast um. Ihr geht zu den Hexen. Ich hol das Ladegerät und wir treffen uns dort. Ich weiß, woher ich es kriegen kann. Ganz sicher? Ja, das ist jetzt persönlich.